Ein Museum über Kacke. Das kannst du doch keinem erzählen. Doch, in Japan schon. Denn in Tokio gibt es ein Museum genau über das Thema. Deswegen habe ich mich auf den Weg auf die Insel Odaiba in Tokio gemacht, um mir das Ganze mal ein bisschen näher anzugucken. In diesem Video werdet ihr erfahren, wie es in so einem Kacke-Museum eigentlich genau aussieht und was man da eigentlich machen kann. Und auch, warum so ein Kacke-Museum gerade in Japan existieren kann. Viel Spaß im Video und let's go! So, ich stehe jetzt hier vor dem Museum, vor dem Unko-Museum in Tokio. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen rein und ich bin echt mega gespannt, was dort alles drin gibt. Richtig auf die Kacke hauen heute hier, ne? Let's go. Jetzt geht's los, Freunde. Es wird uns gleich aufgemacht. Hinter dieser dunklen Tür werden wir ein paar dunkle Sachen sehen, wahrscheinlich. Ein paar braune Sachen. Hi. Ah. So, jetzt geht's los, Freunde. Oha, schau dich das an, was ich gerade fabriziert habe. Das darf ich jetzt mit nach Hause nehmen. Hier. So schaut es aus. Wahnsinn, oder? Wie, was ich hier gemacht habe. Das ist Kunst. Hi. Oha. Ach du Scheiße. Manche haben es gesehen, ich habe ja ein Love Hotel Video gemacht, ne? Ja. Und so stelle ich mir auch ein bisschen Love Hotel eigentlich vor, von den Farben her. So ein bisschen pink, auf jeden Fall sehr Instagrammable hier gemacht für Instagram. Ich bin gespannt, wie es alles hier genau aussieht und wir werden es ein bisschen explorieren, ein bisschen angucken. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall super. Hier haben wir einen riesen schönen Kackhaufen, ne? Ja, ich finde es halt wirklich krass, dass sie das so spiralförmig darstellen. Weil wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir sieht es jetzt nicht so aus, ne? Auf dem Klo. Voll süß gemacht, muss man sagen. So, was haben wir hier noch? Ein Inkomat. Also hier haben wir ein paar Artikel, ne, die man sich kaufen kann. Ein bisschen Inko-Merchandising, ein bisschen Kack-Merchandising sozusagen. Ein Kissen, ein paar Shirts. 4000 Yen einfach für so ein Ding, für so ein Maskottchen. Das sieht aus wie bei Shirin David hier, dieser Eistee. Hier Onigiri und auch noch Chips. Das ist hier die Kacke von vorhin, die ich fabriziert habe. Und das soll man jetzt hier reinstecken. Und jetzt passiert irgendwas, oder? Hier sieht man, Kacke muss nicht immer braun sein, sondern man kann es auch in verschiedenen Farben darstellen. Und ja, das haben die hier gemacht. Joa. Schön. Ja, also hier hast du halt diese Wand, die ist mega Instagrammable. Also das ist der Inbegriff für mich von Instagram. Hier werde ich auch noch ein Foto machen. Also hier hast du wirklich das Wort für Kacke in verschiedenen Sprachen. Sieht mega stylisch aus auf jeden Fall. Das Museum bestand grundsätzlich aus vielen Fotospots, aber man hatte auch einige Bereiche, wo man selbst aktiv werden konnte. Unter anderem auch einen Bereich mit Videospielautomaten. Alles natürlich unter dem Thema Kacke. Jetzt Reaktionsspiel. Ich fange jetzt die Scheiße auf hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Scheiß, nein! Oh, so knapp! Ja! Ja! Da ist das Ding! Boah, die fliehen ja alle! Hier! Ganz romantisch zu zweit. Schön romantisch hier. Also Freunde, ne, ihr wisst Bescheid, ich schwitze nicht beim Kacken, sondern die Kacke schwitzt bei Mr. Nippon. So schaut's aus. Und schön mit Musik. Ich meine, das ist echt Stil. Das ist perfekt. Hast hier schöne Musik. Da kommst du runter. Ne? Nicht so verkrampft. Aber die wissen schon, wie es geht. Boah. Überall schwebt Kacke. Es gibt auch diesen Kack-Emoji, der ist eben auch so spiralförmig. Das erinnert mich gerade ein bisschen daran. Hier fühle ich mich zu Hause. Und hier mit meinen Artgenossen schön ein bisschen spielen. Beste Leben. Okay.
Okay, was haben wir hier? Jetzt haben wir hier noch so einen pink eingerichteten Raum und dann hast du hier diese so Cupcakes, auch in Kackform sozusagen, in dieser Spiralenform. Ich muss sagen, es ist schon ganz schön gemacht. Also hier die Torte, ne? Das ist so typisch japanisch auch, ne? Dass die hier sowas haben, dass die sowas, dieses alles so dieses Verniedlichen. Du hast hier ja auch Züge mit Pokémon-Figuren teilweise. Ja, und das ist eben unter anderem Bestandteil der sogenannten Kawaii-Kultur. Ja, Kawaii ist das Wort für süß oder niedlich auf Japanisch. Und diese Kawaii-Kultur ist mittlerweile echt so ein anerkanntes ästhetisches Konzept aus Japan. Das ist wirklich so, dass die Japaner viele alltägliche Sachen, viele trockene Sachen eben auch und auch Sachen, die man, wie gesagt, über die man nicht so redet, so süß und kreativ darstellen. Es ist zum Beispiel so, bei den Polizeistationen haben die oft ihre eigenen Maskottchen und so. Auch Baustellenschilder werden sogar süß dargestellt, zum Beispiel mit Charakteren aus One Piece. Da ist es echt so, dass da unglaublich viel dieses Süße zuvorkommt. Das soll eben vor allem den Anfang in den 70er Jahren gehabt haben, als unter anderem auch Hello Kitty entstand. Das ist ja auch aus Japan und wurde mega populär geworden. Ja, beim Thema Kacke ist es eben auch so, dass es eine Bücherreihe gibt, die heißt Unko Kanjidoride. Das ist eine Bücherreihe für Kinder, mit der die japanische Schriftzeichen, die Kanji, lernen können. Und da haben die halt so Beispielsätze mit dem Thema Kacke und so, weil es dann witzig ist und einprägsam. Also sowas gibt es auch. Ja. Macht auf jeden Fall den Alltag, denke ich, schöner in Japan. Okay, Freunde, wie ihr seht, ne, die Japaner, die machen hier aus Scheiße, machen die Kunst sozusagen. Das heißt, das ist eine Metapher. Aus wenig viel machen, aus dem nicht so schön trotzdem was Schönes machen. Das ist inspirierend hier. Ne? Das ist, damit kann man sich viel von den Japanern hier abschneiden. Wahre Schönheit kommt aus dem, was man daraus macht. Was sagst du so? Wie gefällt es dir hier? Nee, ich finde das ein gutes Mittel. Dinge, die sonst sehr nicht, worüber man sonst nicht so ja, redet, ne? Die einem schmackhaft zu machen. Jetzt, das kommt natürlich sehr falsch raus, aber. Ja. Das ist auch so ein Tabuthema eigentlich, ne? Genau. Und so versucht Japan das vielleicht, das auch zwischen Eltern und Kindern, dass es dann mehr so flutscht beim Reden, weißt du? So, und das war es auch da mit dem Video. Ich muss sagen, dass der Museumsbesuch auch echt Spaß gemacht hat und es war echt interessant, mal sowas zu sehen. Und darüber hinaus finde ich halt diese Kawaii-Kultur, diese Kawaii-Ästhetik, dieses Niedlichkeitskonzept super interessant und ja, auch sehr inspirierend, weil es halt auch zeigt, dass du egal bei welchem Thema irgendwie was Süßes oder auch Kreatives schaffen kannst. Und dass das Leben auch irgendwie Spaß machen kann. Egal wie scheiße etwas ist, man kann immer irgendwie was Schönes aus dieser Situation machen. Vielleicht auch als Metapher. So, in diesem Sinne, das war's mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Video gefallen hat. Wenn ihr den Kanal zusätzlich Support wollt, könnt ihr gerne bei unserem Shop vorbeigucken. Ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Das war's dann von mir. Macht's gut und Peace.